Hallihallo, Hallöle und mal wieder recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom DaxTobi, dem sympathisch-telepathischen Motovlog. Doch bevor wir zum eigentlichen Thema dieser heutigen Episode kommen, möchte ich euch doch mal wieder dran erinnern, lasst doch bitte ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, weil ihr dann immer auf dem Laufenden gehalten werdet, wie es mit diesen und mit meinen anderen laufenden spannenden Projekten weitergeht. Vielen Dank dafür, denn wie ihr wisst, freue ich mich über jedes neue Abo. Und nachdem das Video von letzter Woche, in dem ich über mein allererstes Minibike aus chinesischer Produktion berichtet hatte, so gut angekommen war, habe ich mir gedacht, ist es doch diese Woche an der Zeit, euch ein kleines Video oder eine kleine Präsentation vorzuführen, was ich dann als nächstes oder als zweites Minibike mir dann damals zugelegt hatte im schönen Jahre 2007. Und es war damals meine allererste DAX, die ich mir zugelegt hatte. Diese DAX, die ist heute unter dem Namen Pussy DAX sozusagen weltberühmt und hat einen Ehrenplatz in meiner Moped-Sammlung. Und wie ich an dieses Bike gekommen bin, beziehungsweise was es beim Kauf einer Honda DAX zu beachten gilt, das möchte ich euch dann in dieser Präsentation vorführen. Als erstes einmal sei mit dazu gesagt, diese DAX, die habe ich für aus heutiger Sicht gesehen richtiggehend zu einem Schnäppchenpreis gekriegt. Also ich habe knapp 1000 Euro dafür bezahlt. Die Grundsubstanz von dieser Maschine, die war recht ordentlich. Was ich halt mit dazu sagen muss, eben es waren keine Originalpapiere vorhanden. Ich habe also dieses Betriebserlaubnis dann nur als Kopie dann eben ausgehändigt gekriegt. Was mir dann wiederum aber sehr gut dran gefallen hat an dieser Maschine, sie war also zum sehr großen Teil komplett. Es waren ein paar Teile dran, die es also auch heute weder für gutes Geld noch für gute Worte dann noch gibt aufzutreiben. Die waren noch vorhanden. Von der Laufleistung her, es waren gerade mal 4825 Kilometer runter. Die Bereifung, die war auch nicht unbedingt uralt und aus den 70er Jahren, die ist also zwischenzeitlich auch schon mal erneuert gewesen. Was mir dann so nicht gefallen hat, also man hat es zum Beispiel gesehen, dann speziell auf der linken Seite, der Kettenschutz, der war silbern überlackiert. Warum auch immer, und auch an der Fußrastenanlage hat sich jemand doch mit dem Rest von dieser silbernen Farbe noch dran ausgelassen. Meine DAX, die habe ich also damals noch zu einem Preis gekriegt, der noch einigermaßen reell war. Denn wenn wir uns mal vor Augen führen, also als es diese Bikes in den 70er Jahren gab, die wurden teilweise neu für 1100 D-Mark verkauft, was also nach heutigem Wert dann eben und inflationsbedingt berechnet so ungefähr einem Gegenwert von 900 Euro entsprechen würde. Und was mittlerweile am Gebrauchtmarkt zu erhalten ist, also ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwelche Angebote schlecht reden, aber ich möchte fast sagen, es ist mittlerweile an eine Unverschämtheit, was man da teilweise präsentiert bzw. angeboten bekommt. Und auf so ein richtig nettes Angebot, so ein richtiges Schnäppchen, da möchte ich euch jetzt hier in dieser Ausgabe mal dann näher drauf eingehen, was ich also kürzlich bei einer bekannten Auktionsplattform im Internet, diese berühmte Auktionsplattform mit den vier bunten Buchstaben, was mir da sozusagen über den Weg gelaufen ist. Ich finde es also jeden Tag aufs Neue interessant, was man so alles an interessanten Moped-Angeboten findet. Also sei es jetzt zum Beispiel auf der Auktionsplattform mit den vier bunten Buchstaben, die ich eingangs erwähnt hatte, oder auf einer anderen Plattform, die sich also überwiegend mit dem Verkauf von neuen und gebrauchten Fahrzeugen dann beschäftigt. Ja, also man wird sehr leicht fündig, speziell in Sachen alte Honda DAX, alte Honda Monkey. Was man allerdings dann angeboten kriegt, das steht natürlich dann auf dem anderen Blatt. Mein Tipp nach wie vor, kauft sowas nicht online. Ihr könnt da gerne einen Termin verabreden dann eben mit dem Verkäufer und macht euch dann vor Ort und Stelle, am besten mit einer zweiten Person dann ein Bild von dem ganzen Geschehen. Schaut euch das Fahrzeug eingehend an. Und da sind wir auch schon beim ersten Tipp, den ich euch geben kann. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr in erster Linie mal sämtliche kompletten Papiere zu dem Fahrzeug dazu bekommt. Und zwar, es geht da also vielmehr darum, eben speziell im Fall von Honda DAX, Honda Monkey, achtet darauf, dass ihr originale Papiere bekommt. Denn es ist bei Honda seit gut 30 Jahren mittlerweile so, ihr bekommt keinerlei Zweitschriften mehr. Da könnt ihr euch jetzt natürlich sagen, na gut, also dann besorge ich mir halt über das Internet dann eine Zweitschrift. Es werden hin und wieder dann mal so Blanko-Zweitschriften angeboten. Lasst da aber auch die Finger davon.
Denn wenn ihr dann eben so eine Blankozweitschrift, die ihr im Netz gefunden habt, dann ausfüllt und die dann als Fahrzeugpapiere mitführt, dann kann euch jemand ganz schnell dann eben zum Beispiel wegen Urkundenfälschung in den Karren fahren. Also das hat man dann auch schon hin und wieder mal so Fälle. Du wanderst dann ein dafür, bloß weil du dir im guten Wissen oder nach bestem Wissen und Gewissen dann sozusagen deine eigenen Zweitschriften ausgefüllt hast. Darf man nicht. Und an einer anderen Stelle von meinem Kanal, da werde ich euch dann mal ein paar Tipps dann zeigen, wie man dann zum Beispiel vorgehen sollte, wenn man ein Fahrzeug ohne Papiere erworben hat, wie man dann eben in den Genuss von legalen Papieren kommt oder das dann soweit legalisieren kann, um dann eben mit diesem Fahrzeug dann eben am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Noch so ein Punkt, auf den ich etwas näher eingehen möchte, ohne da jetzt irgendwas zu kritisieren oder schlecht reden zu wollen. Und zwar ist mir aufgefallen, in sehr vielen Situationen, es wird vom Fahrzeuggesamtzustand her überhaupt nicht erwähnt. Also es wird eine Information weggelassen, die aber von enormer Bedeutung ist. Und zwar, ist das Fahrzeug unfallfrei oder hat es mal einen Unfall oder einen Umfaller gehabt? Also ein Umfaller reicht ja meistens schon, dass das Bike vom Ständer kippt und dann irgendwo auf die linke oder rechte Seite knallt. Selbst da kann bereits so einiges kaputt gehen. Und deswegen mein Tipp, schaut euch dann speziell die Stellung von Hebeln an dem Fahrzeug oder dann eben zum Beispiel achtet auf Kratz- und Scherrerspuren, sagt der Allgäuer, an Motorgehäusen. Wenn also da so Hebel verbogen sind und ihr seht dann eben, da schabt zum Beispiel dieser Hebel dann an Gehäuse dran, dann hat dieses Bike mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit irgendwie mal eine unsanfte Begegnung mit dem Boden gehabt, ist also wahrscheinlich nach rechts weggekippt zum Beispiel dann. Gut, andererseits, wenn jemand einen relativ hohen Preis aufruft, dann könnte er auch theoretisch einen neuen Hebel dann montieren. Das sollte durchaus noch im Preis drin sein. Und deswegen hier an dieser Stelle mein Praxistipp. Achtet auf krumme Teile, also speziell Bremshebel, Lenker, Fußrasten, Schutzbleche, Gabel und fragt euch, ob die Maschine unfallfrei ist. Solltet ihr daran auch nur den geringsten Zweifel hegen, dann lieber Finger weg von dem Fahrzeug, bevor ihr euer gutes Geld in einer schlechten Sache dann versenkt und dann im Nachhinein gesehen nur noch Stress und Ärger habt. Das muss ja nicht sein. Einen weiteren Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, und zwar sehr oft wird dann zum Beispiel auch Bezug drauf genommen, dass man schreibt eben, ja, der Service ist neu durchgeführt worden an der Maschine. Ja, aber wo fängt man an beim Service, wo hört man auf beim Service? Also in der Praxis könnte ich mir vorstellen, dass bei so einer alten Kiste halt dann als Service durchgeführt worden ist, dass man halt mal wieder die Reifen aufgepustet hat, die wirklich dann eben platt gestanden sind die letzten 30 Jahre. Man hat das alte Öl rausgelassen, hat halt frisches Öl von der Tankstelle rein, also der Liter für 10 Euro so ungefähr. Und man hat dann mal nach der Zündkerze geguckt, hat da die Elektrode ein bisschen sauber gemacht, hat vielleicht noch unter Umständen mal frischen Sprit aufgefüllt und das war's dann im Großen und Ganzen. Also das verstehe ich nicht unter Service. Also wenn mir zum Beispiel so eine alte Maschine unterkommt, dann gilt es mehrere Sachen zu beachten. Also dann heißt es nicht nur eben dann, ja, tu mal halt frischen Sprit rein, frisches Öl, Also bei mir ist das ein weitaus umfangreicherer Service oder eine sehr große Inspektion dann in dem Falle. Da wird also die Zündkerze erneuert. Ich schaue dann sogar, dass ich dann den Tank ausbaue, den Tank reinige, also komplett vom alten Sprit und von alten Spritresten dann befreie. Dann verbaue ich mitunter sogar neue Benzinschläuche. Vergaser wird ausgebaut und komplett gereinigt und mit einem neuen Dichtungssatz und Teilesatz und Düsensatz dann wieder zusammengebaut und dann neu eingestellt. Luftfiltereinsatz, der gehört ausgebaut und gereinigt, die Zündkerze eben dann auch ausgebaut, erneuert. Natürlich der Ölwechsel, der ist obligat, was auch sehr viele dann eben nicht berücksichtigen bei so einer alten Maschine. Das Ventilspiel zum Beispiel bei einer DAX, das ist penibelst genau einzuhalten. Dass man eben aber wirklich schaut, passt das Ventilspiel dann auch wirklich. Das nächste ist, bei so einem Fahrzeug jetzt, wenn das über 40 Jahre alt ist, da kann es da auch passieren, das wird je nach Laufleistung dann mitunter sogar noch mit der ersten Bereifung verkauft. Also dann die Bereifung erneuern an so einer alten DAX. Auch das ist eine Strafarbeit, sage ich dann immer in dem Falle. Also bevor ich dann meistens anfange, dann von einer alten DAX dann eben einfach nur neue Reifen aufzuziehen und die Schläuche zu erneuern, mitunter, bis man dann da die Felgenhälften auseinander hat. Das ist ja wirklich ein Drama. Also von den Felgenhälften auseinanderkriegen ist es weniger das Drama, aber die Reifen, die saugen sich dermaßen was an den alten Felgenschüsseln fest. Die kriegt man also nur mitunter mit sehr großer Mühe dann wieder ab. Da kann es dann wiederum passieren, dass man dann da dabei die Felgenschüsseln verbiegt. Und in dem Zuge, ich habe mir dann also irgendwann mal angewöhnt, also wenn ich wieder die serienmäßige Bereifung drauf machen möchte auf eine DAX,
Dann bin ich dazu übergegangen, dass ich mir dann als Ersatzteile zwei neue Felgenhälften dann besorgt habe. Im Verbund eben mit neuen Reifen und neuen Schläuchen und dann wird das halt als komplette Einheit erneuert. Man hat es dann einmal gescheit gemacht und es ist einmal richtig gemacht und Punkt um und man hat seine Ruhe. Was dann auch noch so ein Fall ist, eben dann im Falle von Inspektion bei so einem alten Bike, mal nach den Bremsen gucken und eben bei den Dachsen, da mache ich es dann meistens so, wenn ich dann eh schon die Radnaben dann ausgebaut habe, weil ich dann eben die Felgen erneuert mitsamt den Reifen dann drauf. In dem Zuge schaue ich mir dann an, wie sind denn da die Bremstrommeln innen drin beieinander, sind sie arg verrostet, sind sie riefig oder sonst was. Ich mache also dann die Bremstrommeln innen drin noch schön sauber, mache dann in dem Zuge, dann wenn ich es eh schon auseinander habe, auch noch neue Bremsbeläge und neue Federn dann rein. Ist also dann quasi in einem Aufwasch dann sozusagen erledigt und sorgt dann auch noch dafür, dass neue Radlager und neue Simmerringe in die Narben reinkommen. Also wie ihr jetzt vielleicht hier so meinen etwas ausführlicheren Ausführungen dann, wieder mal so tolles Wortkonstrukt, entnommen haben könntet, ist das eben so ein kleiner Service dann eben nicht das Maß aller Dinge an so einem bald 50 Jahre alten Moped, sondern da gilt es schon mehr zu machen. Und einfach so dann eben zu sagen, ja, ich kaufe jetzt mal eben schnell eine alte DAX, eine Honda Monkey, neuen Sprit rein, Versicherungsschildchen besorgt, dran geschraubt und sofort losdüsen, das ist in 95% aller Fälle nicht so ohne weiteres möglich. Ich habe da irgendwann mal angefangen, von sowas eben wirklich sehr stark Abstand zu nehmen, weil es bringt einem nichts. Im Endeffekt macht man nur mehr kaputt, als von der guten Substanz noch da ist. Und das ist natürlich dann immer alles mit enormem Zeitaufwand und was eben vielleicht noch für andere viel mehr schmerzt, meistens nur mit sehr großem finanziellen Aufwand dann wieder machbar, das dann wieder so weit hinzukriegen. Ich habe euch dann hier an dieser Stelle noch so zwei Bildchen eingefügt von zwei weiteren Schwachstellen, die man also ganz gern an einer DAX übersieht. Speziell wenn man dann so eine alte DAX dann eben kauft, gekauft wie gesehen, so nach dem Motto. Das ist so eine Stelle, da sieht man mitunter nicht sofort hin, und zwar das eine ist eben eine Stelle unterhalb vom Motor, und zwar die Krümmerschrauben. Die sollte man sich also wirklich auch genauer angucken. Weil das kann mitunter passieren, ganz gern reißt vor allem zum Beispiel die linke Krümmerschraube aus, weil da eben weniger Fleisch sozusagen, also weniger Aluminium oder weniger Material drumherum ist als auf der rechten Seite. Das geht also ganz gern mal kaputt, und was man hier eben an diesem beispielhaften symbolischen Bild auch noch sehen kann, an der Unterseite vom Motor, auch da gilt es immer gründlich zu reinigen und immer schön mit ja, irgendeinem Korrosionsschutzmittel oder vielleicht sogar mit ja, Unterbodenschutz oder sonst was, irgendwas drauf zum Sprühen. Die Zylinder aus Aluminium und speziell die Motorunterseite, die korrodieren ganz gerne. Also das auch immer bitte peinlich sauber halten. Und noch so eine prekäre Stelle an der DAX, die ganz gern mal kaputt geht und was obendrein auch noch saublöd zum Reparieren ist. Und zwar, das ist die Stelle unterhalb vom Auspuffhitzeblech, an der ein Asbestring sitzt. Und über diesen Asbestring, da kommt dann eine Halteschelle drüber. Die Konstruktion an sich ist ja nicht schlecht, aber sie ist nicht bis zum Ende durchdacht worden. Und zwar dieser Asbestring, oder mittlerweile könnte er sogar aus einem Asbestersatzmaterial sein, der zieht ganz gern Feuchtigkeit. Das fängt unterhalb von diesem Ring dann zum Gammeln an. Und dass es da zum Gammeln angefangen hat, merkt man dann meistens dann viel zu spät, nämlich exakt dann, wenn dann der Krümmer an dieser Stelle abbricht und nur noch durch diese Schelle gehalten wird, die eben dann die Auspuff-Hitzeschutz dann hält. Irgendwann pusht es da raus, ja, macht eine Riesenfreude. In diesem Bild, da kann man also sehen, da ist es dann eben mal instand gesetzt worden, aber halt nicht so, wie es eben sein sollte. Oder man kann es so machen, aber es schaut halt allzu toll aus. Also wenn euch irgendwie ein Bike über den Weg laufen sollte und da ist diese Stelle schon mal geschweißt oder hart gelötet, wird das meistens, ich kenne mich da nicht so gut aus. Wenn euch sowas über den Weg läuft, dann könnt ihr also gleich dann auch das Geld für einen neuen Auspuff dann auf die Seite legen. DAX-Auspuffe, die gibt es nach wie vor noch neu als Ersatzteil zu kaufen. Seid ihr dabei, Größenordnung 150 bis 200 Euro, so in diesem Bereich. Nun gut, ich hoffe, ich habe euch mit meinen ausführlichen Ausführungen mal hoffentlich wieder nicht gelangweilt und ich habe euch irgendwelchen Mehrwert geschaffen, so, worauf ihr dann eben achten solltet, wenn ihr euch so ein gebrauchtes Gefährt zulegen möchtet. In diesem Sinne, ciao ciao und bis zur nächsten Ausgabe, euer DAX-Stowie.